60 Kilometer im Winter. Zu Fuß mit dem Schlitten. Ist dein Vater mit euch dann nein, geflüchtet? Nein, den haben wir von da nicht mehr gesehen. Du bist dreimal in deinem Leben geflüchtet, oder? Ja, das ging alles nur überleben. Oh, klar, was Angst gehabt. Ja. Ich habe ja keine Pausen, immer durch. Wo wolltest du eine Pause, gab es nicht. Das Donnern von der Artillerie hast du gehört, also da ist hier ein Granatsplitter durchgegangen und hier standen Sonnen. Die kannst du einmal erleben und dann muss es aber gut sein. Was geht ab, meine Echten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist mal wieder ein Biografie-Video, aber ein sehr, sehr für mich persönlich auch besonderes Video. Und ich würde euch bitten, dieses Video mit sehr viel Respekt und sehr viel Anstand zu behandeln und vor allen Dingen dieses Video von Anfang bis zum Ende zu schauen, denn diese Geschichte, die wir erzählen, die solltet ihr von Anfang bis Ende hören, damit ihr vielleicht mich, meine Familie und auch die Geschichte meines Opas besser verstehen könnt. Dieses Video wird euch wie immer vom BPS Pharma präsentiert. Die besten Supplemente auf dem Markt, die echten 15 ist mein Rabattcode, damit könnt ihr sparen. Auschecken, hier unten ist der Link in der Beschreibung. Dieses Video ist definitiv ein Stück deutscher Zeitgeschichte auch, denn es gibt nicht so viele Zeitzeugen, die über diese Zeit geredet haben. Früher waren Deutsche in bestimmten Gebieten in Polen angesiedelt. Und als der Zweite Weltkrieg geendet ist, sind viele von diesen Menschen wieder zurückgeflüchtet. Wir wollen mit diesem Video überhaupt keine Grundsatzdiskussion anfangen oder irgendwas verherrlichen. Es gibt heute Leute, die immer noch hergehen und sagen, ach, das war damals alles so schön und wie auch immer. Allgemein möchte ich mit dem Video ein bisschen in einer schweren Zeit auch zeigen, dass es schwierige Zeiten gab und gerade in Zeiten, wo auch Leute politische Meinungen beziehen und sich mit Menschen aus bestimmten Zeitepisoden gleichsetzen und versuchen, das in unsere heutige privilegierte und auch, naja, immer noch gut situierte Situation zu übertragen, ist mein Opa, glaube ich, ein sehr gutes Beweisbeispiel dafür, dass das eben nicht so geht und dass es vielen Menschen viel, viel schlechter ergangen ist und viele Menschen ganz viele schlimme Dinge erlebt haben. Und so war das auch mit meinem Opa, Leute. Mein Opa ist dreimal in seinem Leben geflüchtet, zweimal aus Pommern nach Ostdeutschland und dann von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Ich will nicht viel vorgreifen, es ist wirklich eine sehr berührende Geschichte, sehr persönlich, sehr intensiv. Mein Opa hatte vorher da auch wirklich noch nie drüber geredet. Deswegen, Leute, wir gehen jetzt ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Abonniert den Kanal, folgt mir bei Instagram, Facebook, TikTok, Max Cameo. Ihr wisst Bescheid, jetzt geht's zum Video. Ja, geboren bin ich in Virchow, Kreis Tramburg nennt sich das. Ja. Ja, von da aus war ich mit sechs Jahren nach Schneidemühl, also Koschitz. Ja. Weil mein Opa gestorben war. Ja. Und mein Vater hat das Haus dann geerbt und dann sind wir da hingezogen. Und das ist oder war damals in Pommern. Ja. Und heute ist das Polen. Polen. Ne? Genau. Und Schneidemühl heißt heute Pila. Pila, ja, ich weiß. Auf Polnisch. Ja, ja. Da habe ich nachgeguckt. Koschitz weiß ich nicht, wie das heißt. Ja. Was mich zuerst mal interessiert, so, also du hast gesagt, mit sechs seid ihr da hingezogen. Wie war das? Dadurch, dass das Pommern war und praktisch so ja, von Deutschland annektiert, ne? Haben da überhaupt viele Polen gewohnt oder wart ihr zum größten Teil alles Deutsche? Wie wir da waren, waren alle nur Deutsche. Nur Deutsche, ja, ne? Ja. Das heißt, die Polen wurden vorher sozusagen auch vertrieben, oder? Ja, das kann ich dir nicht sagen, denn da kam nachher, wie die Russen haben ja nach dem Krieg Gebiete von Polen geklaut oder annektiert, wenn man so ja, sagt. Ja. Und dann die da gewohnt haben, die Polen, die sind ja dahin gekommen, wo wir weg mussten. Ach so, okay, alles ja, klar. Das heißt, die Grenzen haben sich nochmal verschoben, während die Deutschen also, vorher da was genommen hatten. Ja, ja, ja. Ja. Und okay. Da war die Oder nachher ja. Grenze. Okay, und wie war so die Kindheit, also die Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann geflüchtet wart? Wie war das dort ja, zu leben? Das war schön, aber ja. Wurde ja immer weniger. Denn der Krieg hat ja viel gekostet. Okay, aber du hast praktisch, seid ihr im Krieg dann schon dahin gezogen? Ja, ne? Klar, wenn du sechs, ja, seid mit zehn geflüchtet und mit ja, sechs seid ihr dahin gezogen, das heißt 1940 oder wann ja, seid ihr? Ja, ja, ja. Okay. Und habt ihr zu dem Zeitpunkt da vom Krieg schon was mitgekriegt? Also was Entbehrung angeht, Hunger? Ja, oder? Klar, du musstest praktisch, wenn du so wie wir ein Schwein hatten und schlachten musstest, musstest du die Hälfte abgeben. Okay. Und da hat mein Vater gesagt, nee, das machen wir nicht mehr, dann gibt es keine Schweine. Dann hat er, wo die Schweine drin waren, Stroh reingeschmissen, da kam kein Hähnchen rein, hat
keiner mehr geguckt, wie viel da drin war. Ja. Wenn man eins geguckt hat, was groß war, dann wurde es geschlachtet. Okay. Da war dann Schluss damit. Und mein Vater, der ist ja nie im Krieg gewesen. Ja, das wäre meine nächste Frage. Was hat der gemacht? Der ist Tischler gewesen. Tischler, okay. Und da wurde nachher nur Munitionskisten noch gebaut. Mhm, okay. Und jedes Mal, wenn er eingezogen werden sollte, wurde reklamiert, dass er da gebraucht würde. Ja, okay. Und dann ist er die letzten 4 Wochen eingezogen worden. Okay. Vor Kriegsende. Okay, das heißt, hat er in der Firma gearbeitet oder war selbstständig? Ja, in der Firma. Okay, und die haben, und deine Mutter, was hat die gemacht? Ja, die Hausfrau. Hausfrau, ja. Okay. Und du bist der Älteste von den Brüdern, ja. Oder? Das heißt, es gibt noch Manfred und Heinz, ne? Der Manfred ist gestorben. Ja, aber ich meine, also ja, zu dem Zeitpunkt. Ja, ne? Heinz oder ist ja 43 jetzt geboren. 43 geboren. Okay. Und ihr seid ja. Kann man das sagen, hat sich das in den Jahren dann auch verändert, wenn man sagt 1941, 42, 43, habt ihr immer gemerkt, wie, sagen wir mal, die Grenze sich auch zugezogen hat, oder war das schnell? Das ging ja nur schnell. Ja. Die Grenze, das hast du nicht so groß mitgekriegt. Ja. Und nachher, wie der Krieg war, natürlich schon. Okay. Da kamen schon die ersten Flüchtlinge von Litauen, die durch bei uns vorbei und immer weiter. Da wusste es ja schon, dass Ende war. Okay, also die Deutschen, die praktisch in Litauen gewohnt hatten, die kamen ja auch schon hierher. Okay, und wie war, habt ihr da viel von mitgekriegt von den ersten die Leuten? Die sind aber meist alle durchgereist. Ja, ja. Und wie war das damals? Hat man so Leuten dann geholfen oder war das eher so, dass man selber ums Überleben gekämpft hat? Das war ja alles geregelt. Also die mussten, meistens waren die auch Selbstversorger, die hatten ja mit Pferd und Wagen kamen die ja an, die hatten ja alles. Ja. Wagen drauf. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, vielleicht auch für die Leute zum Verstehen, es war ja dann irgendwann so, dass die Rote Armee, dass die Russen halt immer näher kamen und wie du gerade schon gesagt hast, von Litauen und so, was natürlich viel weiter ist, die sind zuerst geflüchtet, aber dann hat es ja praktisch die ganzen Ostgebiete, hat sich ja dann sozusagen so ein Traufe an Leuten zusammengesetzt, die dann flüchten mussten. Ja. Hat sich das für dich, also wie in welchem Zeitraum seid ihr auch geflüchtet? Weil ich habe von Leuten gehört, die sind spät geflüchtet. Ich habe von Leuten gehört, die sind früh geflüchtet. Wie war das bei euch? Da wurde ein Dreck zusammengestellt. Ja. Und wir hatten ja bei uns im Haus eine Tante aus Berlin, die ausgebombt war. Ja. Mit 3 Kindern noch bei uns. Ja. Und wir sind dann zusammen losmarschiert. Also, wie war das jetzt? Schlitten. 3 Schlitten hatten wir so zum Ziehen. Ja. Heinz war ja noch klein. Ja. Im Kinderwagen. Okay. Auf dem Schlitten nachher, ja, dann sind wir losgezogen. Und bis nach Deutschkrone, ich glaube, ich kann es nicht sagen, aber ich habe keinen Atlas und nichts mehr zu Hause. Autoatlas war weg. Ja. War das ungefähr 60 Kilometer. Wie nah waren euch zu dem Zeitpunkt schon die Kriegshandlungen und so? Ja, da noch nicht so. Okay. Aber nachher, wie wir nach Deutschkrone auf der Flucht waren, da konntest du schon Artilleriefeuer und alles hören, das war schon. Okay, das heißt, von zu Hause seid ihr dann früher? Da ging es noch. Und ist dein Vater mit euch dann? Nein, der wurde da eingezogen, wie wir geflüchtet sind. Okay. Da wurde der eingezogen. Ja. Den haben wir da von da nicht mehr gesehen. Bis nach Deutschkrone zu Fuß. Ich glaube, es waren 60 Kilometer. 60 Kilometer. Im Winter. Ich weiß, das war ein ganz, ganz kalter Winter und der Winter hat damals früh eingesetzt. Und da ne? waren auch noch die beiden Cousinen, das sind ja meine Cousinen gewesen, die beiden. Ja. Die sind dann, weil die irgendwie nicht mehr konnten, von Soldaten mitgenommen worden auf dem LKW. Okay, ja. Und von da an haben wir die auch nicht mehr gesehen. Ja. Irgendwie, weil die Russen immer näher kamen, wurden wir getrennt. Wo die jetzt, dann sind die weg gewesen. Und lange Zeit. Die haben wir nachher erst, durchs Rote Kreuz wiedergekriegt. Die sind dann nach Schweden gewesen. Und sind da auch ziemlich lange gewesen, bevor sie die gefunden haben überhaupt. Ja. Und die sind dann nachher wieder nach Berlin hingekommen. Und diese 60 Kilometer, die ihr so zu Fuß mit dem Schlitten, wie, also ich würde erstmal gerne wissen, wie das für euch überhaupt vom Gefühl her war, auch für dich als Kind, überhaupt euer Haus zu verlassen.
Ja, das hast du ja nicht so mitgekriegt. Ja, okay. Dafür warst du noch, guck mal, ich war 10 Jahre. Ja. Das musste eben sein und fertig. Und deine Mutter, war die so stark, dass sie sich auch den Kindern nichts hat anmerken lassen, oder? Das musste sie ja irgendwie hinkriegen. Ja. Und ja, dann durch Corona auf den Zug rein. Ja. Und von da ging es nach Bad, auf Rügen. Okay. Da haben wir dann auf der Zuckerfabrik, weiß ich nicht, 2 Baracken waren da und da haben wir dann erst gewohnt. Okay. Und dann kriegten wir da eine Wohnung und dann nach einer kurzen Zeit, wie der Krieg da zu Ende war, dann hat sich mein Vater von Berlin aus durchgeschlagen bis dahin. Okay. Da war der Krieg aber zu Ende, oder? Ja. Und dann hat er unterwegs irgendwie, hat er die Ruhe gehabt, Krankheit. Okay. Und da war nichts zu machen. Aha. Und da ist er im Bad ist er gestorben. Wenn du da drin warst einmal und dein Vater dann da war und gestorben war, dann hieß es nach kurzer Zeit, alle, die geflüchtet waren, müssen wieder zurück. Ja. Da mussten wir mit dem Frachtkahn zurück wieder nach Bommern. Und zwar bis nach Anklam hieß das. Okay. Von da wieder zurück nach Schneidebühl. Und warum? Ja, weil die wollten wieder, sollten alle wieder zurück, weil das schon zu viele wurden da überall. Aber die wussten doch zu dem Zeitpunkt, dass die Rote Armee auf dem Vormarsch war und dass das gefährlich ist. Ja, die waren ja schon da, da war ja schon zu Ende der Krieg. Ach so, okay. Da war der Krieg schon zu Ende. Und da mussten wir wieder zurück nach Schneidebühl hin. Okay. Da waren wir dann, weiß ich, ein halbes Jahr. Dann hieß es, so mussten wir uns entscheiden, entweder polnische Staatsangehörige annehmen und da bleiben. Dann hätten wir da bleiben können. Aber das wollten wir nicht. Dann sind wir von da wieder mit dem Zug bis nach Rostock durch. Und dann in Rostock wurden wir dann alle verteilt. Und da sind wir dann da in Pastora gelandet. Zum Schluss. Okay. Und als ihr zurückgeschickt wurdet und wie waren dann schon auch viele Polen wieder dort? Nein, Armee war da oder wer? Ja, war? Ja, die haben das alle aufgeteilt. Und waren die euch als Deutschen gegenüber gesinnt? War das? Ja, wie Besatzende sind. Ja. Einzige, wir waren ja Kinder, wir haben immer gut gelebt, weil wo unser Haus war ein Stück weiter, kann ich dir nachher ein Bild zeigen. Ja. Da war eine Bäckerei. Die war aber früher auch schon da und dann haben die ihr Brot da gebacken und wir haben dann immer geholfen. Und da war so eine Brücke und so ein Fluss unten drunter, so ein Bach. Und dann haben wir immer einen da unten hingestellt und wir haben immer das Brot weitergereicht auf dem Wagen und dann zwischendurch immer eins fallen lassen. Okay. Und unten werden aufgefangen. Ja, ja, Brot hatten wir dann immer. Da sind wir auf so einen Zug gekommen, da waren nur Eisenbahnschienen drauf. Was alles draufgepackt, was er hatte, ist das bisschen noch. Ja. Ja. Habt ihr denn auch viele Sachen dann verloren? Ja, weil ihr seid ja einmal hin und wieder dann zurück. Wie wir von Deutsch-Krone mit dem Zug da gefahren sind. Im Zug kommt es ja nicht viel rein, weil ja Personenwagen. Ja. Da wurde das alle zwischen den Puffer, zwischen 2 Wochen aufgepackt. Die hatten ja die meisten alle in Säcke verpackt. Und dann wurden die dann gestapelt. Ja. Und dann weiß ich noch, in einem Sack, da war eine Bibel mit drin. Und ausgerechnet der Sack mit Bettwäsche und die Bibel war verloren. Okay. Und dem hat meine Mutter nichts mehr geglaubt. Okay. Da war ich Feierabend. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Sachen habt ihr überhaupt mitgenommen? Einfach so Bekleidung? Ja, was so in so einen Bettbezug reinging und alles so. Ja, und dann 2 Schlitten, ja, kannst du dir vorstellen. Und wie viel habt ihr zurückgelassen? Ja, alles. Hausstand. Alles. Was war da? Okay. Und war das für euch als Kinder, wenn man das auch zweimal mitmacht, war das mehr wie so ein Abenteuer so ein bisschen? Oder hat man Das hast du nicht so mitgekriegt. Ja. Ja. Das war nachher. Nachher war es, wie das nachher zu Ende ging, da warst du ganz schön doof dran. Einzige war dann, wie die Amis da, wie das da war, die Flugzeuge flogen rüber nach Berlin, da war ja halb geteilt alles. Ja. Ja. Durfte da und nachher wieder in Rostock, da durfte der gar nicht, du durfte noch nicht mal in eine andere Stadt rein. Von Rostock nach, wo mein Bruder gewohnt hat, in Güstrow, bis dahin durfte ich ja gar nicht.
Den Kreis durfte er gar nicht verlassen. Warum? Wegen dem Besatzung? Das war immer nachher auch so. Auch wenn ich wieder hier drüben war und auf Besuch war, dann durfte ich auch nur da bleiben, wo meine Mutter gewohnt hat. Okay. Manfred besuchen habe ich trotzdem gemacht, aber ja. Haben sie nicht so gerne gesehen. Hast du sonst irgendwelche Erlebnisse also auf den von den beiden Malen, die hier geflüchtet sind, was man so erzählen kann? Ja. Also so, woran du dich erinnerst auch, dass die Leute das einfach ein bisschen nachempfinden können, wie das war. Ich meine, du warst ein Kind, aber trotzdem, wie gesagt. Ja, das Schlimmste war ja, wenn du heute wird ja über die Flüchtlinge gesprochen, die herkommen hier. Mhm. Wir waren ja Deutsche und sind nach Mecklenburg gekommen. Aber da wart ihr, ich weiß, du hast mit Manfred, wenn wir früher zusammen waren, Manfred hat das mal gesagt, das hat gesagt, zuerst gab es immer auf die Fresse sozusagen, ne? Ja. So. Dann hinterher kriegten die auf die Fresse. Okay. Weil wir dann mehr waren und dann wurde das geregelt. Das heißt sozusagen die deutsche Bevölkerung, die dort ansässig war, die wollten euch gar nicht haben? Nein. Was haben die euch gesehen? Als Deutsche oder als Polen? Oder? Ja, das wusste keiner. Die wollten eben, warst fremd und fertig. Und dann glaub, mit offenen Armen hat, also ich habe das nicht erlebt, dass mich einer mit offenen Armen empfangen hat, okay. da nicht. Guck mal, wie ich in die Lehre gegangen bin, von da jeden Tag 6 Kilometer zu Fuß hin und 6 Kilometer zu Fuß, 3 Jahre lang, bis in die Lehre. Ja, das können sich die Leute gar nicht vorstellen. Und Heinz war noch klein, der musste dann zu Hause bleiben. Da war ja keiner da zum Aufpassen. Das heißt, der war ganz allein dann? Der war immer allein, ja. Wie alt war der da? Ja, hat ja auch 43 geboren. Wie alt war der? 4. Boah, was hat der denn gemacht, wenn er dann alleine war? Rumgespielt und wenn er hier größer war, konnte er ja mit den anderen noch draußen gehen. Aber normal war er ziemlich viel alleine. Okay. Und wie lange kann man sich das vorstellen? Deine Mutter, wie viel hat die dann gearbeitet? Oder ja. So? Guck mal, die hat von morgens bis abends manchmal gearbeitet. Ja. Auch später nachher, wie ich schon weg war. Ja. Aber dann hatte sie ja, war die LPG, da war das ja anders geregelt dann auch. Ich bin ja mit 14 in die Lehre gegangen. Ja, da war ich auch den ganzen Tag weg. Ja, und im Winter hatte ich ja mal, das letzte Jahr dann in Rostock, hatte ich wieder so eine Wohnung genommen. Ja. Aber auch nur zum Pennen. Erzähl einmal den Leuten, was du überhaupt für eine Lehre gemacht hast. Das ist ja Schiffbauer. Schiffbauer, ne? Du hast mir mal erzählt, dass immer an der Werft in Rostock, wenn es Geld gab, dass die Frauen immer da standen und das Geld von den Männern abgefangen haben. Es waren 7 Eingänge. Ja. Und von 7 verschiedenen Stellen. Und die Frau, wenn sie Pech hatte, da stand sie hier. Dann mussten wir, weil wir noch in der Lehre waren, immer gucken gehen, wo die Frau stand. Okay, weil die Männer sind praktisch danach sofort in die Kneipe und haben das ganze Geld. Und wie war so eine Lehre damals? So hart? Da gab es Abteilungen in der Spantenbiegerei zum Beispiel. Ja. Da wog der Hammer alleine 40 Pfund. Okay. Ja, mach mal 40 Pfund, das ist leer, Junge. Ja. Da hast du dich einmal im Kreis gedreht, da war der Hammer auch weg. Aber da waren die so clever. Wir mussten unsere Berichte schreiben und alles machen, aber du konntest Schnaps holen, das durfte ja. Für die, aber sonst, da konntest du nichts arbeiten. Okay. Da war eine saure Arbeit immer. Okay, das heißt, war eine harte Lehrjahre sozusagen, ja? So, ja. Da wurde noch anders gearbeitet wie heute. Es hat sich ja dann irgendwann angedeutet, ne, dass die DDR kommt, glaube ich, ne? Oder ja, da schon. Oder war schon da? Ging das? Konntest du noch einfach weg, als du weg wolltest, oder? Ja, was heißt konnte? Sagen durftest du kein. Ja. Ich war da, glaube ich, der Einzige, der sich da im Dorf abgemeldet hat. Ja. Da hat die natürlich gleich gesagt, willst du auch abbauen? Ja. Nö, da kann meine Tante besuchen in Berlin. Okay, ja. Und war nur vergessen, wieder zurückzukommen. Erzähl mal, die anderen sind geblieben. Deine Mutter ist geblieben, Manfred ist geblieben, Heinz ist geblieben. Ja, warum? Ich bin mit dem Verein nicht gleich gekommen, also. Hier reingehen und alles muss und so. Und so wie ich. FDJ und so ein Scheiß, alles, das war nichts für Horst. Okay, ja. Ja, und dann, wenn du sowas nicht mitmachtest, dann
konntest da nicht. Ist das so viel Druck, der sich dann da auch aufgebaut hatte? Ja, so hast du das, also hat sich die politische, Situation auch von der Besatzung erst dann so übertragen, dass man das gemerkt hat, dass plötzlich alle irgendwo. Knack und war, wie ich von der Werft wurden welche freigestellt. Mhm. Und die mussten dann an der Grenze, was jetzt die Grenze ist, gewesen ist da, DDR-Grenze, die Leute, die da wohnten, an der Grenze, überzeugen, dass sie da weg mussten, da kamen nur welche hin, 150-prozentige, oder ganz weg. Okay. Damit keiner abhaut. Ja, ja. Die sollten wir dann hingehen und die überzeugen. Ja. Kannst du Horst dir das vorstellen? Das heißt, du hast dann praktisch gemerkt, okay, alles klar, das bewegt sich hier in so eine Richtung, die willst du nicht mitmachen. Und wie war das? Da war Berlin aber noch offen. Ja. Da konntest du noch hin und her. Also Mauer war noch nicht? Nee. Ja. Da konntest du noch hin und her gehen. Okay. Und wie bist du dann, wie hast du das überhaupt dir dann gedacht, dass du jetzt weggehst und wo du hingehst und so? Nix. Einfach weg und dann kam nach West-Berlin ging es hin, dann Ami da und die. Am liebsten hätten sie gesehen, wenn du wieder zurückgegangen bist und hätte Spionage getrieben oder was weiß ich. Ach so, das heißt, du bist da hingegangen zu den Amerikanern wusste sie, haben dich dann sozusagen erstmal auch versucht auf ihre Seite wieder zu ziehen. Und dann bin ich von da nach Frankfurt geflogen, ja. Und dann, woher hast du das Geld? Hattest so viel du noch? Geld hatte ich noch, ja. Hattest du noch, okay. Ja. War das erste Mal, dass du geflogen bist? Ja. Aus der Kneipe bin ich jetzt nicht geflogen. Ja, und da bin ich dann in Frankfurt gelandet und dann, von da ging es nach Bochum. Ja. Da hätte ich wieder, wenn ich da noch gewartet hätte, im Beruf irgendwie in Duisburg oder irgendwo wieder verteilt werden können. Aber das dauerte mir zu lange und dann kam vom Walsweg welche. Mhm. Und haben Leute gesucht. Oh, wo kamen die hin? Dann, die sind, wie war das? Damals gab es ja kein Internet. Sind einfach Leute irgendwo hin, wo die wussten, die dass Obermann, da... Ja, die wurden, wie die das hier wussten, Obstzell hießen die beiden Meister. Ja. Und da kam einer dahin. Aber wohin? Wo warst du zu dem Zeitpunkt? Im Jugendheim. Ach so, okay. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 20. 20, okay. Abbauen wollte ich nach Kanada, aber da war ich zu jung. 21 würde ich sein müssen. Hättest du das mal gemacht? Ja, aber da war ich ja zu jung. Dann wäre ich heute erstmal Kanada und dann auch. Marine wollte ich mich melden. Da durfte ich nicht, musste 5 Jahre warten. Okay. Aber wenn du Offizier gewesen wärst, hättest du gleich anfangen können, hier meine Armee. Ja. Aber so nicht. Okay. Und wie viele Leute wart ihr dann da in diesem Jugendheim, als ihr da angekommen seid? Waren das alles Leute aus dem? Das waren nur Leute dann auch, die auch aus dem Osten kamen? Ja, aus dem Osten. Ja. Ja, und die wurden so nach und nach, was für einen Beruf hast, wurden das aufgeteilt. Ja, dann ging der Weg weiter. Unglaublich. Du, im Grunde genommen warst du so, sagen wir mal, seit deinem 10. Lebensjahr sozusagen nur unterwegs. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dann bist du von da aus dann nach Nachod zu den Walzwerken. Ja, ja. Und wie viele Jahre hast du noch Walzwerke gearbeitet? 43 Jahre. Und wie viele Tage warst du krank? 2, oder? Ja, Unfall habe ich ja gehabt. Eine. Ja, ich weiß, aber so. Krank war ich, glaube ich, gar nicht. Ja, meine ich. 2 Tage oder so? Ja, ungefähr. Da war ja noch die Regel, wenn du 3 Tage krank warst und dann wieder kamst, dann lief der Lohn ja weiter. Ja. Wenn man so viel unterwegs war und ich meine, du hast ja im Grunde genommen, du bist 3-mal in deinem Leben geflüchtet, oder? Ja. Ne? Ja. Einmal seit weg, hier. Wieder zurück und dann nachher hier. Dann nachher dahin. Ja. Ich würde gerne nochmal so über die Zeit sprechen, als dann auch die Mauer später war und als es immer schwieriger war für dich oder auch dann ja für Oma und Mama und so, wenn man mal reisen wollte, dann in den Osten. Ja, es ging ja nur mit Aufenthaltsgenehmigung, wenn du die hattest und hast deinen Eintritt bezahlt praktisch. Wir haben gesagt, immer Eintritt gesagt. Du musst du 25 D-Mark pro Tag bezahlen. Ja. Warst du denn froh, dass du den Schritt damals gemacht hast? Hast du dir gesagt, ich wäre da nie klar gekommen. Mhm. Und habt ihr als Bruder, habt ihr mal darüber gesprochen so? Oder hast du das denen gesagt, dass du gehst? Ne? Konnte ich ja gar nicht sagen. Echt? Also hast dein eigener Bruder hast nichts gesagt? Nee, ich habe gesagt, wir gehen nach Berlin. Okay.
Und wann hast du dich das erste Mal gemeldet bei denen, oder wie? Das dauerte lange. Wie lange? Oh, muss ich Oma mal fragen. Ich glaube, das 2-3 Jahre. Krass, ja. Telefon war ja nicht. Nein, nein, klar, du musst jetzt ja Briefe schreiben müssen. Ja. Und deine Mutter, was meinst du, hat die zu dir mal irgendwas gesagt? Hat die sich Sorgen gemacht? Nee, oder nee, die wusste, wo du, die wusste als Mutter hast du ja gespürt, ne? Die wusste schon, wo ich war und war schon klar. Wie lange hat deine Mutter dann noch gelebt? Die ist 83 geworden. 83, so lange? 06 ist sie geboren, glaube ich, kann das sein? 1906, ja. Okay. Okay. Und dein Vater, wie alt ist der? Er ist 43 schon. 43? Ja. Und der war aber, man hat das ja nicht rausfinden können, aber meinst du, war die Krankheit praktisch dann, als er euch erreicht hat, oder kam das noch, weil er dann im Krieg, weil er die... Das kam, der hat sich so durchgeschlagen und dann hat er irgendwo, konnte ja nicht Essen kaufen, hat er kein Geld oder was war ja. Und dann hat er da mal was gegessen, irgendwo muss er was gegessen haben, was ich nicht bekommen ist. Und dadurch hat er eine Ruhe gekriegt. Mhm. Und zu der Zeit gab es nichts. Gab es keine Krankenhäuser, was war das? Ging ja ruckzuck. Er ist auch nicht lange im Krankenhaus gewesen. Wie hat euch denn die Nachricht überhaupt erreicht, dass er dann verstorben ist? Der war ja schon da. Wir wussten, dass er da war. Ach so, okay. Der ist im Bad gestorben. Ach so, okay. Kam doch im Massengrab, da waren viele, war ja nicht alleine. Das heißt, denen ging es auch dann, aber die 4 Wochen, die der eingezogen wurde. Ja, das war ja das Schlimmste. Ja. Vaterland retten mit. Und die mussten schon vor der Tür stehen. Ja, das haben sie den Leuten ja dann so verkauft, ja, als wäre. Ja, ja. Ich habe von einer anderen Zeitzeugin so eine Geschichte gehört, dass die denen immer erzählt haben, das sind nur Übungen, ja, und so, wenn die Bomben von den Russen gehört und haben. Wenn und so. Du da Alter erreicht hattest, so mein Vetter der zum Beispiel, wo die beiden Geschwister verloren gegangen sind, ja, der war gerade so an der Grenze. Ja. Da hätten sie mit 14 Pfund, haben sie auch eingezogen. Und sind viele von denen, kennst du viele Leute, die eingezogen wurden und dann umgekommen sind? Oder sind die. Da haben nachher keine, aber die haben den extra nachher mal ein Denkmal da gebaut. Da waren viele, die haben so Panzerfäuste in die Hand gedrückt, die haben manche Panzer da abgeknackt, aber du warst ja dann auch mit dran meistens. Hm. Aber die waren schon so geimpft, die haben dann noch an alles geglaubt. Und hast du dadurch, dass du. War das für dich auch so, dass du halt. Dann praktisch aus der DDR abgehauen bist, war das auch so ein bisschen aufgrund der Erfahrung, die du vorher, sagen wir mal so, auf der Flucht da gemacht hast, in dem System, was es halt vorher gab, also dass du dir gedacht hast, ja, so ist im Grunde genommen das Gleiche, nur hat eine andere Farbe. Ja, aber nee, das hast du auch, da warst du noch zu jung für, um das mitzukriegen. Ja. Aber was hast du später so darüber gedacht? Ja. So, also weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt auch sagst, so hier, die haben den jungen Menschen und allen da irgendwas erzählt und ja, die haben die einer gezwungen, eigentlich einzuziehen und so. Die hatten ja gar keine Chance da. Wo wollten sie hin? Ja. Das haben die schon, wussten die schon zu leiden. Wenn du in dem FDJ drin warst oder was, ja, da waren ein Haufen Jugendliche zusammen, wenn man da mal treffen, dann hat er denen auch Spaß gemacht dann. Nein, aber ich meine vorher noch, als noch der Zweite Weltkrieg lief, meine ich, wo die Leute eingezogen haben. Das konntest du nicht, da warst du viel zu jung. Nein, ich meine, wenn du so älter warst, dass wenn man darüber nachdenkt, dass man im Grunde genommen so zweimal solche... Verarscht worden. Einer rennt vorne weg und alle hinterher. Ja, weil das ist, glaube ich, so wichtig, dass die Leute das halt verstehen, dass wir nicht darüber reden, um irgendwie zu sagen, oh, das waren deutsche Ostgebiete und wir haben jetzt die 100 Tränen, sondern das waren ja Gebiete, die wurden von Polen auch vorher weggenommen, ihr wart da, klar, ihr so, weißt du, so, es gibt ja Leute, die verherrlichen sowas, als wäre das alles so wunderbar gewesen und das eigentlich gehört das zu Deutschland und was weiß ich und am liebsten würden sie, weiß ich nicht, das, was da vorher gewesen ist, nochmal das Kaiserreich nochmal neu ausrufen und so ein Quatsch, weißt du, das meine ich. Es ist ja schon oft drüber geredet worden, über Sudetenland und überall, was sie weggenommen haben, aber das nie eingehört, der zurückgegangen ist. Ja, die wollen nur meckern. Ich habe keinen gesehen, der zurückgegangen ist. Ja, ja.
Ja. Heutzutage, wir haben Handys, wir haben so viel zu essen, wie wir wollen, wir haben alles irgendwie, wie kann man sich das Leben vorstellen? Also zum einen im Krieg und wie kann man sich das Leben auch vorstellen, wenn man dann sein Zuhause verloren hat und geflüchtet ist nach dem Krieg? So. Das ging alles nur überleben. Hm. Essen, mehr brauchst du nicht. Und alles andere brauchst du gar alles nicht. Alles andere war egal, ne? Ja. Und so für, um ans Essen zu kommen, hat man halt immer geguckt, dass man was zu tauschen oder was weiß ich. Manchmal, wenn ein Huhn verkehrt über den Weg gelaufen ist, dann war es weg. Ja. Fertig. Ja. Was haben die Leute eingetauscht? Alles vom Teppich und was alle hatten, was gerade gesucht wurde. Okay, das heißt wirklich, Leute haben praktisch ihren Hausstand getauscht, Stadt, damit sie was zu essen haben. Also Stadt, die haben alle am Dorf, die sind rumgefahren mit Zügen im Zug. Zum Tauschen, das haben sie ja hier auch gemacht. Mhm. Die Schwiegereltern sind ja auch rumgefahren. Hallo, sind in Hessenland gefahren und haben was zu essen geholt. Also das war kein großer Unterschied zwischen hier und da. Ja. Nur es war hier nachher schneller anders. Das heißt, Leute, die in der Stadt waren und über mehr verfügt haben, sind in die Dörfer gekommen und haben getauscht. Und Essen sozusagen, weil ihr Essen brauchtet, haben die dann sozusagen alles andere, was ihr noch vielleicht an Wertgütern oder so hattet, das dann einzutauschen. Ja, okay. Was du noch vorher gesagt hattest, bei der Flucht, du hast gesagt, wo ihr in Deutschkrone wart, dass man dann schon auch das Artilleriefeuer gehört hat. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Ja, deswegen mussten wir schnell rein in den Zug und dann ab. Wie nah war das denn? Das kann ich, das was du gehört hast, war schon ziemlich nah. Und da sind ja die beiden Geschwister auch irgendwie abhanden. Hast du Angst gehabt zu dem Zeitpunkt? Na klar, hast du Angst gehabt. Ja. Dann hast du im Moment auch mal darüber nachgedacht, dass du gedacht hast, oh, wenn wir jetzt nicht losfahren, dann wird es hier noch gefährlicher? Oder? Ja, da sind wir ja, wie wir da in dem Bad dann waren. Nach kurzer Zeit, da kamen die ersten Panzer schon entgegen. Okay, wie meinst du das? Also da, ihr habt die dann gesehen, oder was? Die Städte, Bad, die haben sich alle ergeben. Okay. Wurde nicht gekämpft. Ach so, okay. Hier wurde alle weiße Fahne raus, da war Schluss. Die haben sich alle ergeben. Ja. Und deswegen ist da auch nichts groß passiert. Ja, aber dann die anderen davor, die haben gekämpft. Die sich da nicht ergeben haben, da haben wir auch durchgekämpft. Okay, das heißt, im Grunde genommen kann man mal ehrlich sagen, die weiter an der Front waren, hatten auch Pech, weil da wurden noch mehr Leute eingezogen. Und je mehr näher die kamen und desto mehr die Moral auch runterging, desto eher war man dran, auch zu kapitulieren. Wusste ja jeder, was weil die Propaganda war. Nicht mehr funktionierte. Ne? War ja alles schon zu spät. Wenn wir sagen, ja. ihr wart da im Zug mit den Leuten, wie viele Leute waren da? War das normale, so, waren normale Personenabteilung, ja, ne? Waren die überfüllt, oder? Ach, da kriegst du keine Tasche mehr rein. Okay. Deswegen kam das ja alles zwischen den Puffer, wurde das gepackt. Okay. Da war nichts mit großes Einpacken. Und waren da Soldaten noch mit auf dem Zug? Nee. Ne? War nur Personen? Die haben auch schon an nichts mehr geglaubt, glaube ich. Ja. Ja, und dann in Bad, wie wir da ankamen und dahin auf der Zuckerfabrik gewohnt haben, da kam nachher die Waffe des SS, die haben sich ihre, was sie noch hatten, alles in die Kähne rein und dann weg, wollten sie noch ab. Und das Gleiche, was die da reingepackt hatten in die Schleppkähne, das haben die russischen Panzer nachher nach Bad wieder mit reingebracht. Da haben sie runtergeschmissen, alles das gleiche Zeug, haben sie alles verteilt, hatten wir das gleiche wieder. Und wenn du dann den was mitgenommen hattest, dann hast du noch, die hatten immer schon so einen schönen Metallstab hier im Stiefel, SA. Ja. Dann kriegst du richtig einen auf dem Arsch noch. Als Kind. Okay, was heißt weggenommen? Also einfach von deren Ja, Sachen, die haben Verpflegung oder was die alle da reingepackt hatten. Und wir waren da immer am Klauenhand dran. Und ein paar haben wir weggeguckt, ein paar, die haben auch noch geglaubt. Ja. Aber bis nach Stralsund sind sie gekommen, da haben sie es auch kassiert alle. Okay, das heißt, die waren dann praktisch, die haben gedacht, die machen da nochmal eine zweite Front oder was? Ja, oder wollten einfach nur abbauen. Wollten einfach nur abbauen. Wo wolltest du hin? Ja. Mussten gar nicht überall gucken. Auch bei euch? Ja, in den Baracken überall, irgendwie waren die da. Wie haben die das so gemacht? Im Bad war ja groß, das war ja ein Flugplatz, der ist ja heute auch noch da. Ja. Und da war schon ganz schön, da habe ich meine ersten Fliegerstiefel gehabt.
Okay. Die lagen in der Kirche, wo die ganze Stapel. Okay. Ja, ich hatte sie kaum anhalten, kamen Russen, die passten dem auch. Mhm. Dann war ich sie wieder los. Okay. Wie hat er das dir zu gesagt? Nee, da gab es nicht viel. Ausziehen, er hatte so einen komischen Stiefel da an, die hat er weggeschmissen. Ja, mhm. Meine waren dann auch weg. Hast du dann die vom Russen angezogen? Nee, wie die andere suchen. Okay. Da passt du ja gar keine mehr. Ja, ja. Hatte ich wieder keine. Ja. Wenn du noch mal vielleicht ein bisschen was sagen kannst zu diesen 60 Kilometern, die ihr mit dem Schlitten und so. Das war die beste. Dass du das bisschen so. Da kam noch Tauwetter, da musste er wieder runter von dem Schlitten und den Kinderwagen schieben. Oh, ja. Das war. Weil 60 Kilometer, wie lange habt ihr gebraucht für 60 Kilometer? Zwei Tage? Es gab ja keine Pausen, immer durch. Wo wolltest du denn Pausen? Gab es nicht. Wir haben immer das Donnern von der Artillerie hast du ja gehört, also musst du immer zügig weiter. Waren da auch alte Menschen dabei? Alles durcheinander. Und sind da auch mal welche, also die es nicht. Das hast du nicht so mit dir gekriegt. Also, du musst ja selber sehen, dass du weiterkamst. Das war nur. Das Theater nachher, wie die beiden Mädchen weg waren, dann fing das am Bahnhof an zu suchen, aber dann haben die gesagt, die würden schon mit den Soldaten irgendwo hin und ja. Jeder hatte einen Schlitten. Also Manfred und ich hatten einen großen, alles bepackt. Aber wie hast du das, wenn du so jung warst, wie hast du denn? Ja, mit, musst du machen irgendwie. Ja. Wie ging es? Meine Mutter hatte den mit Heinz drauf. Ja. Ja. Der ist ein paar Mal umgekippt. Ja, ja. Da haben wir hinten immer noch später geärgert. Ja. Also was zurückbehalten haben wir immer wieder. Ja, ja. Und dein Vater, du hast gesagt, der hat ein Massengrab gekriegt oder was, hat gar kein eigenes Grab oder so. Da waren so viele. Ja. Und hast du sonst noch irgendwie so Erinnerungen an deinen Vater oder war dein Vater auch viel einfach am Arbeiten und so? Ja, arbeiten, ich weiß bloß immer, dass meine Mutter immer viel, wenn er zur Arbeit ging, viel Butterbrote geschmiert hat und wir waren, und wenn er wiederkam, wussten wir, er Feierabend hatte, standen wir am Tor. Da waren die Butterbrote noch für uns dabei. Hasenbutterbrote, haben wir immer gesagt. Ja, ja. Das war immer gut dann, aber die Zeit. Beschissene Zeiten, glaube ich, kann es nicht geben. Meinst du noch davor oder was? Oder dann? Nein, wie es alles kam nachher. Mhm. Ober alles schön normal. Ja, ja. Spaß gehabt, aber gegenüber war ja gleich die Gärtnerei. Zum Turm hatten wir da genug. Ja, das ist glaube ich wirklich, das sind so viele Jahre der Entbehrung und sowas, ne, das kann man sich. Kannst du dich auch dran gewöhnen, du hattest ja vorher nicht viel, im Krieg gab es ja auch nicht viel. Ja, ja, daher gab es höchstens weniger, aber scheiße war es die ganze Zeit. Und wenn man sich das überlegt, als du das erste Mal, sage ich auch mal später, dann hier normal gearbeitet hast und ihr so Fuß gefasst habt, hast du das auch mal irgendwann für dich selber verglichen, dass du dir gedacht hast? Nee, die Arbeit habe ich weniger gemacht. Ja. Ne? Nee. So eine Scheißzeiten, die kannst du einmal erleben und dann muss es aber gut sein. Ja, ja. Nee. Ja. Auf die Idee bin ich nie gekommen. Okay, ja. Ja, und ich glaube, so was auch interessant ist, so für die Leute, so, ich habe ja gesagt, du bist so lange, so viel, hast 43 Jahre lang hast du dann hier durchgearbeitet und fast nie krank und so wie bei mir auch, so die Natur und sowas, das war ja auch immer so dein ja, Ding, ja, ne? Klar. So, dein Spaziergang und so, was du immer dann auch in der Rente gemacht hast, aber so vorher, ne? So. Das heißt, du hast im Grunde genommen früher, das habe ich ja im anderen Video, habe ich schon mal das Forsthaus und sowas habe ich gezeigt, ne, für die Leute, so dieses Selbstversorgen und sowas, das hast du so auch mitgenommen in dein Leben. Ja, so, ja. Weil wir das so gewöhnt waren. Ja. Das ist der Eingang, das sind hier war eine Waschküche und dahinter war ein Stall. Das Haus ist hier, da muss eins, dieses Bild, sag mal. Ja, das ist hier angebaut worden, das müssen die Polen angebaut haben, das hatten wir nicht. Ja, ja. Also das war nicht da bei uns. Von wann waren denn diese? Das kann ich nicht. Die muss einer von Manfreds. Aber Kinder. Wie viel hat sich verändert? Das Haus war früher, war das schon dann gleich auch noch? Ja, oder? Das ist heute noch so. Das ist ja noch, hier Manfred steht doch hier.
Ja. Und, also außer der Anbau hat sich nichts geändert. Nee, sah das trotzdem alles genauso aus. Nee. Das ist vorne. So, da sind zwei so runde Dinger drauf hier. Ja. Oben ja. An jeder Ecke. Das weiß ich noch. Und das Haus aber gebaut hatte, das wäre Onkel? Der Opa, oder? Der Opa. Opa. Das ist von meinem Vater das Geburtshaus. Ah ja, okay. Und wie wir wiedergekommen sind. Dass das überhaupt noch steht? Wie lange ist, wie alt ist das Ding? Kann ich dir nicht so gut sagen. Da war doch gebaut. Da ist hier ein Granatsplitter durchgegangen und hier stand, weiß ich noch, hier durch, wie wir wiederkamen, war hier das Radiogerät. Da ist er hier durchgegangen, durch das Radio und hier wieder raus. Ach so, das heißt, das Haus stand die ganze Zeit dann auch leer, als ihr wieder zurückgekommen seid? Das war alles noch so, wie wir abgehauen waren. Ach so, das heißt, wahrscheinlich haben sich nur irgendwie Soldaten da drin verschanzt oder was vielleicht? Das wissen wir gar nicht, aber war nichts, war so geblieben. Okay. Ach so, das heißt dann, eure Sachen waren tatsächlich dann auch... Ja, und das, habt ihr, als das... Dann Polen wurde euch dann aber dieses Grundstück und so aberkannt, aber einfach oder habt ihr Kohle? Einfach weg. Ich hab nur nachher Lastenausgleich hier gekriegt. Ich weiß nicht, wie viel das war. Jedenfalls mit dem Geld sind Lotte und ich nach Berlin gefahren und meine Tante da und dann haben wir das auf den Kopf gehauen. Ach so, okay. Aber da gab es so einen kleinen Ausgleich. Naja, Lastenausgleich hieß das. Weiß ich, wie viel das war. Ja, okay. Irgendwie hatte ich auch jetzt nochmal so einen Zettel in der Hand, da habe ich auch weggeschmissen. Ja, ja, okay, verstehe. Auf jeden Fall ist es weg und fertig. Ja, ja. Und so war es auch, da bin ich ja keine, alle Flüchtlinge, egal, Heimatvereine gibt es ja Haufen, aber wenn du einen gefragt hast, willst du zurück? Nee. Die wollten einfach nur die Nostalgie, nur, ja, da, nicht mehr da gewesen. Ja klar, das rumholen worden. Zurück ist keiner gegangen. Ja, ja. Ich wäre auch nicht gegangen. Ja. Aber ich habe auch nicht geheult. Die anderen haben ja den Krieg nicht angefangen. Wir haben es ja gewollt. Ja, ja, das meine ich. Das war ja das, was ich gesagt habe. Im Grunde genommen ist das Ganze ja auch ein Spiel, politisches Spiel gewesen, dass ihr überhaupt da wart und was weiß ich. Ne? So, im Grunde genommen wurden ja schon, sagen wir mal, dann dein Vater oder sein Vater schon ausgenutzt, indem die überhaupt dann da waren. Ich weiß nur, dass mein Vater... Habe ich die in den SA-Uniformen gesehen? Ich weiß nur, dass einer im Schrank war, das weiß ich. Aber angehabt hat er die nie. Ach so, okay. Ja, also der hat auch nicht daran geglaubt. Ach. Ja, im Grunde genommen wussten, wer schlau war, wusste, dass man darüber nur sein eigenes Leben wegwirft. Ja. Und alles, was man sich aufgebaut hat, verliert. Ja. Und hinterher dann kannst du ja. Siehst ja, was heute wieder ist. Ja. Die Verherrlicher, die glauben ja heute noch. Ja, weil die das nicht erlebt haben, jo, zum Teil. Das sowieso nicht. Ich glaube, diejenigen, die heute davon das alles verherrlichen. Siehst du, wie alt sie sind. Von denen, ja, aber auch selbst die Älteren, die das da so nostalgisch. Da sind genug bei. Aber die haben auch nichts erlebt, oder? Scheinbar nicht. Weil ich glaube, jeder, der das erlebt. Schlau geworden sind sie nicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja gut, alles klar. Die Bilder, die werde ich mal dann einblenden. Ja, das machen wir. Dann kann man das sehen. Und alles klar. Wo? Ich wollte das Haus nicht wieder haben. Also die da drin wohnen, soll glücklich werden und fertig. Ja. Tja. Manfred war ja drin, die konnten gut Deutsch. Also. Okay, ja. Und hier nebenan, wenn hier die Straße war, da war ich dann die große Gärtnerei gewesen. Okay. Ja, alles klar. Ja. Gut, willst du den Leuten noch eine noch was sagen? Nicht viel zu sagen. Er hat ja genug erzählt. Ich soll dir nur wünschen, dass sie nicht so einen Scheiß erlebt haben und nicht wieder erleben brauchen. Tja, das würde ich mir auch wünschen, aber meistens, wenn wir mal ehrlich sind, die Menschen sind in den ganzen Jahrtausenden nicht schlauer geworden. Nee. Von daher, wir gehen mal nicht davon aus, dass es besser wird, aber wir hoffen. Oh? Hoffen du. Alles klar. Gut, alles klar.